Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Lily Looking Through. So, ich habe in der Lösung nachgeschaut und sie nicht ganz herausgefunden. Also das hätte ich lesen können, aber ich weiß so im Grunde, wie es geht. Also die Sache ist folgende. Die Brille liegt ja hier irgendwo da unten, aber man sieht sie nicht, weil es zu dunkel ist. Und deswegen muss man diesen Säulen die Farbe entziehen oder hinzufügen, dass sie alle gelb werden. Dann ist es hell genug. Und dann hat man die Brille wieder und dann kann man da hoch und dann da weitermachen. So, und was ich übersehen habe, ist dies hier, dass man, also, Moment, Lily muss erstmal da rein. Es hat schon mit diesen Trompeten zu tun und oben mit den Glocken nicht mehr. So, also man kann, ich habe, glaube ich, immer da unten rumgezogen. Ja, genau, damit kann ich die Farbe ändern. Und wenn ich da oben ziehe, das kann man nämlich auch, dann wird den Säulen Farbe entzogen oder hinzugefügt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, da wird hinzugefügt. Okay. Bei Gelb kann man sonst nichts machen. Ja, okay. Also das ist jetzt die Sache. Irgendwie so muss es gehen. Ich weiß es nicht genau wie, aber wir werden das schon herausfinden. Jetzt haben wir hier 3 in Lila. Wir müssen auf Gelb kommen. Also wenn ich Lila, kann ich Rot oder Blau entziehen. Und das jeweils andere bleibt übrig. ja, gut. Moment, da oben. Ich entziehe mal den Blauanteil. Das müsste jetzt eigentlich doch hier gehen. Ja. Genau, jetzt sind sie rot. Und rot und gelb. Was kann ich jetzt machen? Den Rotanteil entziehen, das geht ja nicht mehr. Nee, da muss ich Gelbanteil hinzufügen und dann den Rotanteil weg. Okay, dann muss ich jetzt die Trompete nach unten. Nee, das ist ja gar nicht wahr. Dann würde ich grün hinzuziehen. Nee. Hinzufügen. Das also weg. So. Grün ist verdeckt. Und so jetzt. nee, das ging irgendwie nicht. Ja. Tja, dann weiß ich es auch nicht. Okay, dann müssen wir das eben irgendwie anders machen. Dann kann ich irgendwie, ja, wir müssen einfach rumprobieren. Ich weiß es ja nicht. Also ich habe nur die Idee aus der Lösung, aber die Lösung selbst, also die komplette Lösung habe ich mir nicht angesehen. Okay, jetzt haben wir hier grün. Und die roten sind immer noch rot. Okay. Ja. Probieren wir mal blau. Ha. Moment, ich... Ja, doch, hier. Wir machen mal das hier. So, jetzt sind die orange. Und jetzt kann ich ihnen den Rotanteil entziehen. Da bleibt gelb übrig. So, wenn ich dem grünen den... Naja, da ist ein Blauanteil drin, ne? Okay, machen wir erstmal das hier. So, ja, genau. Und jetzt muss ich den Grünen den Blauanteil entziehen. Da muss ich das hoch. Und da. Ja, alles in Gelb. Und es wird hell. Ja, wunderbar. Ach, schön. Da fährt das Bild auch zurück. Und da liegt die Brille. Lily kann dahin tauchen zur Brille und sie sich holen. Ah, schön. Okay, ach, und jetzt kann man das schon ändern. Und da ist alles weg. Okay, ja, dann... Ach, da ist auch zu. Mhm. Und, oh, da kann man nach rechts auch noch. Interessant. Moment, aber das sehen wir uns alles gleich an. Jetzt mal so und jetzt erst wieder da hoch. Jetzt will ich mal sehen, wie das da erst aussieht. Was jetzt mit dem Gitter ist. Also wahrscheinlich kommen wir da jetzt auch nicht weiter. Aber egal, wir haben jetzt einen weiteren Weg nach unten irgendwie. So, ja, das Gitter ist noch da. Lily muss mal ihre Brille aufsetzen. Vielleicht ist das Gitter ja weg. Oh. Ja. Okay. Lily kann wieder nach unten, aber nicht raus. Also das bringt uns hier gar nichts. Alles mit Eis bedeckt. Ja, dann erst wieder nach unten.
Okay, und dann dahin. Ja, und hier rein? Ach so, wird einfach weggemacht. Okay. Jetzt ist das offen. Und dann wechseln wir mal wieder die Zeit. Ah, und jetzt kann man da reingehen. Okay, dann hinein da. Und Lilly schwimmt wieder nach oben. Ja, jetzt sind wir draußen. Und, also draußen aus dem... Naja, aus dem Wasser sind wir auch noch nicht raus. Wir sind eigentlich noch gar nirgendwo draußen. Okay. Kann man da jetzt an Land gehen? Nö. Dann müssen wir die Zeit wechseln. Also Brille wieder auf. Ah, guck mal. So, und jetzt hier? Raus. Ach, sie steckt im Eis fest. Okay. Dann muss Lilly jetzt irgendwie hier rauskommen. Nö, sie kann wieder nach unten. Sie steckt im Eis fest. Ach je. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Ein Problem gelöst, schon haben wir das nächste. Okay, Lilly steckt im Eis fest. Und hier kann man so nichts weitermachen. Ich gehe mal aufs Fragezeichen. Ja. Also wir können auch gar nicht nach unten. Okay. Eben das Ende der Animation abwarten. Dann müssen wir das wieder wechseln. So, was sagt uns... Oh, hier ist doch was. Nee, hier können wir auch nur nach unten. Ja, dann müssen wir doch wohl irgendwie... Oder konnten wir vor... Nee, da konnten wir ja auch nicht raus. Nochmal. So, da kann ich jetzt reinschwimmen. Okay, Brille aufsetzen. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich einfach wieder zumachen. Oder ist hier noch was anderes? Ja, versuchen wir es doch mal, ne? Oder kann sie ganz aufmachen? Oder... Ah, sie macht was anderes. Naja, sie macht es wieder zu. Ja, Okay, dann sind wir wieder so weit wie zuvor auch. Wechseln wir mal wieder. Okay, aber hier kann man jetzt ja nichts machen. Ja, okay. Also, Brille wieder auf. Stein weg. Und dann müssen wir doch nochmal nach draußen. Denn drin, hier, da kann man ja nichts weiter machen. So, das auf und jetzt hier mal nach draußen. Vielleicht ist da jetzt ja irgendwie was zu machen. Und wenn nicht, dann muss ich eben nochmal in der Lösung nachschauen. Naja, wir werden es schon hinkriegen. Wenn nicht, ja gut, dann... Schaue ich eben nach. Aber erstmal rumprobieren. So, hier. Ach, Moment mal. Hier kommt Lilly gar nicht raus. Weil das mit Eis tut. Habe ich das vorhin auch so bemerkt? Das ist genauso wieder wie hier. Also hier ist nichts zu machen. Also da mit diesen Glocken hier, da haben wir ja nichts mehr zu tun. Das ist schon alles erledigt. Ja, da zappelt der Bruder noch. Okay, hier, nö. Ja, das Fragezeichen sagt uns auch. Ah, Moment, hier mal die, ach so, ja. Das ist alles hier wieder. Ah, nee, da ist eine Animation. Okay, aber, ja. Lilly stellt fest, dass alles zugefroren ist. Und ansonsten, Moment. Doch, da muss irgendwas zu machen sein. Ja, dies hier, ne? Das Eis. Es geht nicht. Also wieder nach unten. Was könnte man da machen? Irgend noch ein Werkzeug oder sowas? Nee, das gibt's ja hier nicht. Oder müssen wir nochmal mit den Farben was machen? Naja, das glaube ich nicht. Das war ja nur darum, dass es hier hell wird. Genau, da kann ich mit den Farben was machen und dann hier... Hier jetzt rein. Ja, okay, dann gehen wir mal hier rein. Also, wir müssen ja irgendwie dann ins Innere kommen, aber das... Ja, rein hier. Also, auf ist hier jetzt, ne? Und wir können da auch rein, aber es geht dann hier nicht weiter. Das muss aber irgendwie gehen.
So, ja, Lilly kann mal wieder Luft holen. Also, Lilly, du musst doch jetzt irgendwie hier rauskommen. Was sagt hier das Fragezeichen? Oh, nix. Ach doch, da unten. Die Zeit umschalten. Ach so, ja. Ja, und jetzt steckt sie hier wieder fest. Und kann nichts machen. Ja, sie versucht eben rauszukommen, aber es geht nicht. Ja, das kann ich jetzt noch ein paar Mal ausprobieren. Also die Sache ist schon irgendwie, dass wir hier raus müssen und dann da drüber springen und dann geht's hier weiter. Aber was ist denn hier? Irgendwie muss man doch irgendwas machen. Also machen können, ja, natürlich muss man irgendwas machen, aber was? Aber hier ist nichts. Also, ne, hier das Fragezeichen sagt uns auch nur runter. Draußen am Gitter irgendwas? Da muss ja irgendwas sein. Das ist jetzt hier. Ja, wir haben die Brille. Also gehen wir nochmal nach draußen. Aber da sind wir ja dann auch unter dem Eis. Oder muss man doch in da irgendwie nochmal hoch? Nee, das glaube ich nicht. Dann da kann man ja nichts machen. Ja, da kommt man zu diesen Glocken. Und dann hier über diese Brücke da geht's ja nicht. So, was sagt uns das Fragezeichen? Nach unten tauchen oder hier Zeit wechseln. Okay. Wir wechseln die Zeit. Und Lilly ist unter dem Eis. Ja, sie kann dagegen dengeln und wieder zurücktauchen. Mehr ist nicht. Ja, dann muss ich wohl doch nochmal in der Lösung nachschauen. Denn, ja, ich bin jetzt am Ende, ne? Wieder mal. Also, ich meine, diesmal habe ich ja gar keine Idee, ne? Vorher war es ja immer so, dass ich nur nicht jetzt wusste, was jetzt konkret die Lösung ist, aber ich hatte noch Möglichkeiten rumzuprobieren, aber das habe ich hier jetzt nicht mehr. Wieder zurücktauchen, ja, okay, ne? Und hier. Nee, das Fragezeichen müsste es mir ja sagen. Sagt mir zurücktauchen oder Zeit wechseln. Ja, so kommt Lilly da nicht raus und so auch nicht, weil sie unter dem Eis ist. Ja, also nochmal zurück. Moment. Ach so, vielleicht jetzt. Ja, tauchen wir jetzt mal runter. Aber ist ja egal, wo ich die Zeit wechsle. Das ist ja immer das Gleiche dann. Also nicht immer das Gleiche, aber zu der jeweiligen Zeit dann immer das Gleiche. So. Oder ist hier noch irgendwas? Habe ich hier was übersehen? Boah, hier hin schwimmen. Gut, schwimmen wir hin. Dann befragen wir nochmal das Fragezeichen. So, hier. Ja, ich kann das wieder zumachen. Ja, aber das bringt mir doch gar nichts. Ich habe es gerade mal aufgekriegt. Nee. Ja, das wieder zumachen, das habe ich ja vorhin schon gemacht. Also das bringt uns ja nichts. Moment, achso, ich muss die Zeit wechseln, dann kann ich rein, genau. Oder muss man doch nochmal die Farben ändern? Ja, das muss ich in der Lösung nachschauen. Also da jetzt großartig rumprobieren. Nee. Aber hier ist alles lila. Wenn wir das gelb machen wollten, müssten wir den Blauanteil entziehen, dann haben wir, ja, dann haben wir rot. Ja, also das hier, das. Nee, dann würde ja bei den Trompeten was aufleuchten. So, und ja, hier ist sie wieder festgefroren. Ja, okay, dann werde ich jetzt einfach in der Lösung nachschauen. Das macht hier so keinen Sinn.
Okay, da bin ich wieder. Ich habe die Lösung gefunden. Es ist also doch das, was ich mir schon gedacht habe, aber nicht für möglich gehalten habe. Ich muss tatsächlich nochmal an die Trompeten dran und hier das Lila in Gelb verwandeln. Also da wieder raus. Ah, was muss ich jetzt da machen? Da muss ich jetzt erstmal den Blauanteil, nee, den Rotanteil entziehen. Dann bleibt Blau übrig. Und dann kann ich Grün irgendwie machen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss einfach ausprobieren. So. Erstmal wieder dazu den Trompeten hin. Wir haben jetzt Lila. Also dann... boah. Machen wir mal das hier. Ah, guck mal, da kommt der Blauanteil. Das heißt, da drin ist jetzt Rot. Dann fügen wir Grün hinzu. Macht das Sinn? Ja gut, machen wir einfach mal. Okay, jetzt ist alles grün. Oh, da wird es wieder ganz schön dunkel. Ja, aber wie sieht es jetzt in der Höhle aus? Grün. Ich muss den Blauanteil entziehen. Ah nee, dann kann ich das so lassen. Moment. Wieder zurück. Dann wird wieder alles gelb. So, und hier oben. Ja, und es wird wieder hell. Okay, ich schwimme mal da rein. Mal sehen, wie es da drin aussieht. Da müsste es jetzt rot sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Naja gut, wir werden es gleich sehen. Na, los. Ja, okay, es ist rot. Wie kriege ich das jetzt gelb? Wie kriegt man das rot zu gelb? Ich muss, wenn ich gelb hinzufüge, dann habe ich orange. Ja, und dann mit... und dann das Rot entfernen. Ja, genau. Also gelb hinzu und dann rot weg. Jetzt muss ich nur wieder den Eingang finden. Okay. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also gelb hinzu und dann rot weg. So, dann erst das hier wieder hoch. Und gelb hinzufügen. Okay. Jetzt müsste es gelb sein. Und jetzt müssen wir den Rotanteil entfernen. Also, ja, dies. Okay, hier ist immer noch alles gelb. Ja, jetzt müsste es da drin auch passen. Ja, wir werden es gleich sehen. So, und hinein. Hoffentlich ist er jetzt gelb. Nein, es ist rot. Ja, es ist immer noch rot. Wie kann ich jetzt da... ja, okay, das geht so nicht. Das wissen wir ja. Ja, zurück. Wie kann ich das jetzt gelb machen? Gelb hinzu und rot weg. Das ist doch... dann wird orange erst und dann den Rotanteil weg. Nochmal da rein. So, ja, das nervt ein bisschen, dass die Animationen so lange dauern. Das hätten sie auch ein bisschen kürzer machen können. So, jetzt nochmal dies hier. Was ist da drunter? Das ist grün, ja. Ach. Na, wie geht das denn? Was ist denn hier so runter? Ist da orange? Nee, dann ist da orange. Irgendwo war doch orange. Ich meine, dass ich das gesehen hätte.
Bei dem Blau, genau. Die Komplementärfarbe zu Blau. Dann fügen wir doch mal Orange hinzu. So, jetzt wird alles orange. Und jetzt nehmen wir den Rotanteil weg. Dann müsste Gelb übrig bleiben. So. Also das Hinzufügen ist gar kein Hinzufügen, das ist ein Überschreiben eigentlich. Okay, so wie ich das sehe. Ah, guck mal, das Rot geht weg. Ja, wunderbar. Dann müsste es jetzt passen. Weiter. Hab gerade nach der Aufnahme geguckt. Müsste noch laufen. Oh ja, es ist hell. Und das ist auch anders. Und Lilly kann schwimmen im Wasser. Cool. Moment, wie war das hier? Ach ja, da ist sie. Da ist sie wieder fest. Okay, dann müssen wir also in dieser Zeit bleiben. Und jetzt müsste sie raus können. Ja, sie kommt raus. Ha, wunderbar, es geht weiter. Ja, schön. Und, okay, dann wieder umschalten. Ach, okay, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wir müssen einfach da irgendwie... Ach, und dann kommen wir da oben wohl raus. Na, okay. Also, hier ist rauf. Ups. Schön. Dann umschalten. Upsi. Nee, das war's nicht. Ja. Lilly, wie kannst du... Ach so, wieder umschalten. Und da drauf... Oder einfach nur... Ah doch, sie kann darauf. Okay. Ja, aber... da. Und umschalten. Ah, so geht's. Okay. Und jetzt hier weiter und nochmal umschalten. Jawohl. Und jetzt hier bleiben. Oder? Ich glaube schon. So, jetzt sind wir hier oben. Aber was bringt uns das? Ja, dass Lilly runterfällt. Okay. Also, Lilly nochmal rauf. Ah, ne, umschalten. Wir müssen also wieder von vorne anfangen. Also müssen wir beim letzten Mal auch nochmal umschalten. So, okay. Lilly sprengen. Und Zeit umschalten. Okay. Und nochmal sprengen. Und wieder umschalten. So, und jetzt sprengen und umschalten. Ah, aber da... Ja. So weit kommt sie nicht. Ja, wie soll das dann gehen? Ah, da muss ich wieder zurück. Lilly muss wieder zurückspringen. Irgendwie. Ja, so muss es gehen. So, also springen und umschalten. So, und nochmal springen und umschalten. Hier jetzt bleiben. Einfach so drüber springen. So, und jetzt wieder zurückspringen. Glaube ich. Ja, okay. Gerade noch so. Muss sie niesen. Schön. Und da drauf. Ach, weil die Pilze Sporen ausschicken da. Ja, okay, Lilly ist... Ah, und kann hier hoch. Hier hin. Und die Zeit wieder umschalten. Nee, da war ich zu spät. Dann eben nochmal von vorne. Okay, Lilly muss da raus. Ach nee, jetzt steckt sie wieder fest. Gut. Ja, umschalten. So. Lilly, komm noch raus aus dem Wasser. Hier. Nein, nein, nicht nach unten. Das wollte ich doch gar nicht. Also, gleich wieder zurück. So. Ja, ja.
Die Animation dauert zu lange. Also, alles nochmal. Lilly, komm jetzt mal raus hier aus dem Wasser. Da. Das ist wohl nur so ein kleiner Bereich hier, wo sie raus kann. Also, wo der Mauszeiger sich ändert. Okay, also jetzt wieder umschalten. Genau. Dann hier hinlaufen. Jetzt muss ich mir das da mal anschauen. Das ist jetzt kurz. Und das ist lang. Ja, okay, dann müssen wir das bei dem kurzen machen. Dann. So, also drauf hier. Und weiterspringen und umschalten. Jawohl. Die stauben auch, aber das macht ihr nichts aus. Weil sie da noch steht. So, und hier rüber springen. Okay, und jetzt wieder zurück und umschalten. Oh, ja. Da musste sie weiterspringen. Aber jetzt niest sie nicht mehr. Okay. So, da hoch und jetzt nochmal springen und dabei umschalten. So, irgendwie nach da oben. Ja. Das macht aber nichts. Ja, und jetzt? Irgendwie bringt das ja auch nichts. Wie, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Soll ich doch mal in der Lösung nachschauen? Nee, ich will auch nicht. Mal dahin zurück. Ja, jetzt, ich muss die ganze Sequenz wieder von vorne machen, oder? Nee, Moment. Hier muss ich nicht. Glaube ich zumindest. Jetzt wieder zurückspringen und die Zeit umschalten, ja. Und jetzt da drauf springen. Ja, aber jetzt, was denn nun? Jetzt müsste es ja irgendwie weitergehen. Was sagt dir das? Fragezeichen. Aha. Da. Auch da geht's auch. Ja, da kann ich wieder zurückspringen. Ich versuch's mal nach da oben. Da kann sie in die Luft springen. Okay. Da kann sie auf den anderen Pilz springen. Das bringt ja auch nichts. Ja, aber da an den Stalaktiten dran springen, bringt auch nichts. Da rutscht sie runter. Oder ich muss die Zeit umschalten dabei. Ja. Aha. Okay. Aha, das Wasser ist jetzt geschmolzen. Okay, und jetzt nochmal die Zeit umschalten. Jetzt ist da kein Eis mehr drin. Aber bringt uns das jetzt irgendwas? Wo? Ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Okay, Zeit umschalten. Und jetzt hier. Ach, da liegt ja was. Genau, das kann man nehmen. Okay. Ja, und was machen wir jetzt damit? Zeit umschalten. Und was können wir jetzt damit machen? Jetzt haben wir so einen spitzen Gegenstand. Müssen wir jetzt wieder zurückschwimmen? Ah, diese Suche. Ja, glaube ich jetzt mal. Da müssen wir doch irgendwie nach draußen, hier, da. Aber was sollen wir mit dem Eis dann machen? Ach doch, wenn wir nach draußen springen, nach draußen schwimmen. Wenn uns die Animation dann mal lässt. Dann können wir da mit dem Eis, also mit dieser Spitze, das Eis durchstoßen. Das sollte doch gehen. Das Einzige, was mir noch einfällt. Also von daher. Ja, okay, jetzt müssen wir erst wieder die Zeit umschalten. Jetzt habe ich die... Ja, die Aufnahmezeit habe ich jetzt auch völlig außer Acht gelassen. So. Okay. Ja, das Eis ist kaputt und wir können raus.
Ach, Lily schwimmt von alleine raus. Gut. Ja, endlich da draußen. So, umschalten. Und jetzt geht's durch die Tür. Doch nicht. Moment, ich habe jetzt auf die Bruder geachtet. Nochmal versuchen, damit ich das auch sehe. Nein, sie kann da nicht durch. Gut. Dann müssen wir das hier versuchen. Kann man hier irgendwas machen? Irgendwie da nach hinten laufen? Ach doch, ja, hier. Okay. So. Und jetzt den Bruder runterziehen. Oder so. Okay, jetzt stehen wir also da. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier ist unser Bruder. Beziehungsweise der von Lily. Ich bringe das immer durcheinander, ja? Auch nicht. Ja, aber was sagt denn das Fragezeichen? Ja, muss irgendwas da sein, ne? Also wir müssen dann nochmal die Zeit umschalten. Gut, dann machen wir das. So, Zeit umschalten und jetzt irgendwie, ja, da ist doch nichts mehr. Was sagen denn die Fragezeichen? Ach, da kann man hingehen. Ah, okay. Ach, und auf diese Weise kann man die Tür praktisch umgehen. Upsi. Jetzt sitzt der Bruder da oben. Und der Schal ist weg. Ja, und nun? Ach so, er soll runterspringen. Schön. Da sind sie ja wieder zusammen. Ach, seine Mütze, genau, richtig. Ach, die Tür ist jetzt auch auf. Ja. Er läuft wieder weg. Ja, dann hinterher, ne? Die Tür ist ja nun auf, da kann man rein. Oh, da haben wir ja was Neues. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal hier die Folge beenden und dann sehen wir, wie es da weitergeht. Ach, guck mal, das fehlt ja von hier. Okay, aber das passt dann noch nicht dran. Es verschwindet sogar. Okay, also wir haben gesehen, wo es herkommt. Aha, okay. Der Bruder fällt ins Wasser. Und Lily, er taucht aber wieder auf. Okay, Lily ist da und sie muss jetzt ihrem Bruder raushelfen. So wie es aussieht. Okay, ja, aber wie sie das macht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Für diese Folge verabschiede ich mich und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.